Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Prison Architect, diesmal Alpha 26. Ich habe ja gewartet, bis die Alpha 26 rauskam, um neue Folgen aufzunehmen. In Alpha 26 ist der Großteil Bugfixes. Gibt eine Änderung, aber das habe ich jetzt nicht vorgenommen. Und zwar haben sie die Uhrzeit hier oben, die Uhr, wahlweise auch digital jetzt im Angebot. Aber die finde ich viel zu groß und ich finde die analoge Uhr ganz okay. Das ist das einzige sichtbare und Feature der neuen Alpha 26 und neue Sachen kamen sonst nicht dazu, außer halt Bugfixes und eine Menge Bugs wurden behoben. Und dann kann es jetzt weitergehen. Eine kurze Bestandaufnahme der letzten Folge. Mal schauen hier. Also es gab Stromausfall. Wir haben nämlich hier unser Generator, der ist etwas zu schwach. Jetzt müssen wir gucken. Weil wir können jetzt nicht einfach einen neuen noch dazusetzen und die Kabel verbinden, weil dann gibt es wieder einen Kurzschluss. Das geht nicht. Wir müssen jetzt einen neuen bauen. Und dann Teile davon mit dem neuen verbinden und den alten dort rausnehmen. Wir müssen mal versorgen. Ich habe doch, glaube ich, schon irgendwo die Stromleitung gekappt, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, ne? Genau. Hier, die haben wir weggenommen. Ich mach mal hier... Es gibt sowieso gleich Stress, wenn der Strom weg ist. Genau, hier haben wir die rausgenommen. Was ist mit dem Generator hier unten? Was hat denn der für eine Leistung? Okay. Der geht noch an hier. So ruckelt denn da? Also Alpha 26. Ist ein bisschen ruckelig, behaupte ich jetzt mal. So. Das haben wir hier raus. Das war verbunden mit denen. Aha, okay. Dann gucken wir mal. Die sind jetzt nicht mehr da dran, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gucken jetzt mal. Ich habe nämlich den Schalter hier abgeschaltet. Anschalten. Müssen wir jeden wieder einschalten, oder was? Ja. Oh Gott. Mal gucken, was das wird. Ich mach den nochmal... nicht Kondensator. Hier, den tun wir nochmal... ausschalten. Und schalten jeden... Ja, das ist ja hier wieder... Kondensator ein. Wieso blinkt denn der Generator nicht? Finde ich ein bisschen komisch. Normalerweise müsste ja dann hier so eine Anzeige kommen. So. Und an. Okay, der läuft auf halber Kraft. Jetzt haben wir hier unten haben wir eine Verbindung gekappt. Die müssen wir herstellen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der alte, der müsste das schaffen. Die stellen wir hier mit her. Kabel. Mal gucken, ob das was wird. Wird schon wieder getasert. Ja gut, das kriegen die im Griff. Schon wieder ein Toter, bis wir nicht die Waffen zücken. Sind genug Wachen vorhanden, ne? Ja. Okay, gab einen Toten. Scheißegal jetzt. So. Strom hergestellt. Autos. Gott, hier staut sich's wieder. Wir wollten doch mit diesen Toren, war doch irgendwas, ne? Genau. Wir tun den Servo nochmal demontieren. Das machen wir nochmal. Oh, was war denn das? Habe ich, ach, habe ich vergessen, mein Handy lautlos zu schalten. So, erledigt.
Mach mal das Tor auf. Muss ich das jetzt wieder machen? Fahrt mal raus. Er will noch nicht. Ah, der kriegt da noch was. Kriegt da noch wahrscheinlich ein bisschen Müll. So, lass mal gucken. Da sind neue Gefangene. Das Ding offen? Tatsache. Ja gut, wir haben ja genug Zellen. Okay, ach, automatisches Speichern. Ich habe schon gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los? Haben wir ein bisschen wenig Arbeiter? Sieht das so aus? Hm. Wie viel haben wir denn? Mhm. Sollte aber eigentlich reichen, oder? Der wird immer noch beladen mit irgendwas mit dem da. Toter Leichenwagen. Hier oben tun wir noch. Nanu. Ach da. Den tun wir auch noch mal weg. So. Okay. Hier staut sich das aber wirklich. Wollen wir noch welche einstellen? Nee. Haben wir den Strom jetzt hier hergestellt? Nee, noch nicht. Okay. Das ist natürlich... Aber es geht, oder? Wie viel Uhr haben wir denn abends? 6. Gut, dann tun wir uns hier mal weiter damit beschäftigen. Wie haben wir denn die... Das muss ich wieder gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Stationierung. Ja, genau. Kantine. Die haben keinen Strom. Ach nee, kein Wasser. Wieso wird denn da nicht fertig gebaut? Leute. Was machen denn unsere Arbeiter? Verstehe ich jetzt nicht. Ist das jetzt mit dem Strom jetzt bald mal da geregelt? Gleich. Hoffentlich fliegt er nicht wieder weg. So. Die haben noch keinen. Warum? Warum, warum, warum? Ah, okay. Es ist noch nicht damit den verbunden. Okay, gehen wir durch die Zellen? Ne, gehen wir nicht. Sonst müssen sie wieder die Zellen aufzumachen. Machen wir so. Ja, die Performance mit Alpha 26 hat aber irgendwie stark gelitten, oder? Ich weiß ja nicht. So, aber ich hätte jetzt gerne hier die Zellen. Was ist denn los jetzt hier? Da kommen zwar welche und bauen, aber haben wir jetzt so wenig Personal? Komm mal her, 22, nur noch 3 dazu. 1, 2, 3. Sehr komisch. Von an den Wänden bastelt gar keiner rum, ne? Oder? Wieso hat er jetzt da keinen Strom? Nee. Ist das jetzt nur zu weit weg? Okay. Gehen mal ein Stück rein, dann sollte das gehen. Okay, jetzt ist die Zellen sind da jetzt auch bald fertig. Haben wir wieder ein paar Schaufeln gefunden. 8 Insassen werden noch erwartet, das macht ja nichts. Okay, jetzt ist... Ach ja, genau, die haben wir ja den ganzen lieben langen Tag eingesperrt. Die kommen ja jetzt erst zum Essen. Stimmt ja. Ist ja Hochsicherheit. Das stimmt ja. Okay. Und hier, das sieht alles nicht so prickelnd aus. Wieso ist das Tor auf? Okay. Aha. Sind die vom Vortag schon abgeladen?
Wo sind denn die? Zack. Okay. Das funktioniert nicht. Oh Mann. Es ist doch... Was hat er jetzt gemacht? Wir haben das verbunden. Mit dem da, oder? Welcher ist denn ausgefallen? Der hier unten. Okay, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht, liebe Leute. Mist, kapp mal die Verbindung. Mach das hier mal weg. Shit, wir müssen einen neuen Generator bauen. Aber die Stromkreise dürfen sich nicht kreuzen. Ey, das wird ja was. So, dann schalten wir hier. Ist der? Den schalten wir ab. Den schaltest du auch ab. Den schalten wir ab. Wieso geht denn jetzt da das Licht an? Was haben wir denn da für eine Versorgung? Wo kriegt denn der die her? Aha, okay. Aha. Wer ist jetzt noch tot? Die hier unten. Wir müssen die da oben werden von dem versorgt. Das Ding hat auch noch. Die hier unten ist mit dem... Schalten wir mal ein. Was passiert? Nee, ausschalten nicht, einschalten. Ist denn das angeschlossen? Der ist ja eigentlich witzlos. Weil der kriegt die Stromversorgung. Ja. Okay. Den können wir eingeschaltet lassen. Der kriegt die Stromversorgung ja von da oben. Okay, wo stellen wir den hin? Wo stellen wir einen neuen Generator hin? Wollen wir den neuen Generator... Ah, Gott. Wir machen... Ist aber auch dunkel da. Wir machen hier... Die Baumschule kleiner. Abreißen. Wir machen hier die Baumschule kleiner. Macht mal hier demontieren und den Ort. Warte, wo ist er? Baumschule weg. Und wir machen hier einen Raum hin und setzen da einen Generator hin. Genau. So, wenn wir das, so wenn das handhaben. Mein ist das ein Stress jetzt hier wieder. So, zack. Bauen. Und den machen wir so. Passt er da rein? Zeig mal her. Generator.
Raster rein. Dann machen wir das auch. Dann machen wir das so. Der soll ja die Wände... Der soll ja die Wände benutzen. Machen hier oben eine Wartungstür rein. Ja, speichern wir. Oh. Zack. Baut das mal. Damit das was wird. Wenn wir hier mal unser Stromproblem in den Griff kriegen. Die haben wir hier. Im Workshop kann nichts geschafft werden. So, macht das mal hier fertig. Und ich hätte auch immer wieder Licht. Können wir dann später mal hier Licht machen. Und dann sehen wir das. Macht das fertig. Ich will das jetzt endlich mal in den Griff kriegen, damit wir mal hier unser Gefängnis richtig ausbauen können. Ich meine, wir holen hier bei 150 Insassen rum. Da oben die Zellen wären nicht fertig. Was soll denn das? Das könnt ihr hier bitte auch noch wegmachen. Lassen die jetzt das eine Ding da? Mann. Macht das zu. Und setzt mir hier einen Generator rein. Wollen wir hier was investieren hier? Das bitte zumachen. Okay. Dann, was soll der übernehmen? Wir müssen uns die Verkabelung hier anschauen. Weg damit. Weg damit. Die sind ja auch schon... Na gut, da ist das elektrische Tor dran. Okay. Und dann nehmen wir den hier. Der ist an grün. Ach, das ist der da oben. Okay. Wir nehmen den hier auch raus. Hoffe ich, hat das nicht eine andere Verbindung. So, machen wir das hier weg. Genau. Und hängt an den neuen Generator das Stromnetz da dran. Ausrichtung Elektroshop. Ah, neues Personal oder was? Jetzt werden die gleich maulen. Gleich ist der Saft weg. Zack. So, jetzt brauchen wir hier Kondensatoren. Na. Da setzen wir jetzt hier gleich auch außen rum, tun wir wieder was investieren. Wir haben es ja mehr oder weniger. So, jetzt haben wir noch einen Hauptschalter. Den setzen wir damit rein. Setzen wir, was weiß ich. Dahin.